Hallo ihr Lieben! Ich liebe es, wie neue Bücher duften und wie sich das Papier zwischen den Fingern anfühlt und dass in so einem kleinen Ding eine großartige Geschichte stehen kann, die einen stundenlang aus dem Alltag herausreißen kann. Das macht Spaß. Optimal natürlich mit einem Gläschen Weißwein dazu. Und weil ihr mich schon das ein oder andere Mal angehauen habt, was ich denn so empfehlen kann, habe ich mein Literaturgewölbe durchforstet und eine Bestandsaufnahme gemacht und geschaut, was ich euch denn so empfehlen kann. Ja, ich muss zugeben, ich habe einen Lieblingsautoren. Und sobald angekündigt wird, dass der ein neues Buch herausbringt, dann bin ich die Erste, die auf Amazon den Vorbestellbutton vergewaltigt. Und ist das Buch dann da, dann habe ich das Ding so innerhalb von 1 bis 2 Tagen durch. 500 Seiten. 1000 Seiten. 2000 Seiten. Da mache ich dann auch nichts anderes mehr und lege einfach nur noch völlig katatonisch auf dem Bett und lese. Manchmal stehe ich auf. Zum Pinkeln oder zum Essen. Aber das war's dann auch. Ja, der gute Dude, um den es hier geht, heißt John Katzenbach. Und nein, er schreibt nicht über Katzen. Nein! Er ist Sohn einer Psychoanalytikerin und eines ehemaligen US-Justizministers und hat selber als Gerichtsreporter jahrelang für die Miami News gearbeitet. Da hat er dann wahrscheinlich die ein oder andere Geschichte mitbekommen, die ihn zu seinen literarischen Ergüssen inspiriert haben. Und da haben wir es also, er schreibt nicht über niedliche Katzenbabys, so wie sein Name vermuten lässt. Nein, er schreibt Psychothriller. Psycho. Falls ihr also auf Krimis und Psychothriller steht, so wie ich, dann seid ihr bei dem Mann definitiv an der richtigen Adresse. Ich werde euch jetzt ein bisschen was über mein Lieblingsbuch von ihm erzählen. Das heißt, ihr könnt euch zurücklehnen und euch einfach mal berieseln lassen. Genau so. Zurücklehnen, Augen zu und zuhören. Vor 20 Jahren ist der 21-jährige Francis Petrel gegen seinen Willen in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen worden. Dort hat er mehrere Jahre verbracht, bis die Anstalt nach einer Mordserie geschlossen wurde. Francis ist also wieder auf sich alleine gestellt, hört aber immer noch Stimmen und nimmt Medikamente dagegen. Die traumatischen Erlebnisse in der Klinik damals versetzen ihn aber immer noch in Angst und Schrecken und er beschließt, alles, was er erlebt hat, aufzuschreiben. Und zwar nicht auf Papier, sondern mit einem Bleistift an die Wände seiner Wohnung. Wer war dieser Engel des Todes, der damals in der Psychiatrie sein Unwesen trieb? Gab es ihn wirklich oder existierte er doch nur in Francis' Kopf? Eigentlich ist Francis ein stinknormaler Junge. Das Besondere an ihm ist aber, dass er ständig Stimmen in seinem Kopf hört, die eigentlich nicht da sind. Eines Tages eskaliert es dann und er steht mit einem Messer in der Küche seiner Eltern und bedroht seine Familie. Der reicht es dann und sie lassen ihn in eine psychiatrische Anstalt wegsperren. Neben einer Masse an anonymen, katatonischen und völlig retardierten Insassen lernt man nach und nach doch den ein oder anderen Nebencharakter kennen. Augenscheinlicher Anführer und bei vollem Verstand ist Peter the Fireman, der früher im Vietnamkrieg gekämpft hat, nach dem Krieg Brandermittler und dann selber zum Täter wurde. In der Anstalt herrschen die damals üblichen Zustände. Jeder Patient wird bis zum Anschlag mit Medikamenten zugedröhnt, damit er auch hier keine Probleme macht. Doch dann gibt es einen Zwischenfall. Eine Schwester wird ermordet aufgefunden. Und weil wir uns in einer Irrenanstalt mit einer völlig unfähigen Leitung befinden, schießt sich diese besagte Leitung natürlich sofort auf einen Patienten ein, der in der Vergangenheit öfter mal verbale Ausbrüche, nennen wir so, hatte und schließt ihn weg. Lässt ihn ins Gefängnis abtransportieren. Bam, Fall gelöst. Dass er fortwährend seine Unschuld beteuert und die ganze Zeit von einem weißen Engel faselt, hilft ihm dabei leider nicht weiter. Doch dann taucht eine junge Anwältin auf, die in diesem Mord in der Psychiatrie eine Verbindung zur Außenwelt sieht. Das Muster dieses Mordes, das Schema, ähnelt nämlich verdammt einer Mordserie außerhalb der Mauern. Sie vermutet, dass der Serienkiller in das Western State Hospital eingewiesen wurde und jetzt dort weiter auf Beutezug geht. Sie schließt sich mit Francis und einigen anderen Patienten zusammen und gemeinsam gehen sie dann auf die Jagd nach dem unwillkommenen Gast. Jahre später versucht sich Francis jetzt zu erinnern, gab es den weißen Engel wirklich oder hat er sich das alles nur eingebildet? Nachdem die Klinik jetzt geschlossen wurde, versucht Francis, diese ganzen kleinen Puzzleteilchen seiner Geschichte irgendwie zusammenzusetzen, dass sie wieder Sinn ergeben. Das ist aber für wahr nicht einfach, wenn man die ganze Zeit unter Medikamenten stand und Stimmen gehört hat. Zusammen mit Francis machen wir uns also in dem Buch auf die Suche nach der Wahrheit. Er selbst sagt am Anfang des Buches, ich habe es leider nicht hier, deswegen lese ich es gerade vor, ich habe es aufgeschrieben. Es ist so viel passiert, dass es wirklich schwer für mich ist, immer genau zu wissen, was wohin gehört. Manchmal bin ich mir auch nicht sicher, ob die Dinge, an die ich mich deutlich erinnern kann, tatsächlich stattgefunden haben.
Eine Erinnerung, die eben noch in Stein gemeißelt war, erscheint mir im nächsten Moment so nebulös wie die Dunstschleier über einem Fluss. Darin liegt eines der Hauptprobleme für einen Verrückten. Man kann sich einfach nie sicher sein. Und was soll ich sagen, das Buch ist einfach der Wahnsinn. Ich habe es jetzt bestimmt schon 6-mal gelesen und kann es euch wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr Psychothriller genauso gerne mögt wie ich. Was für mich außerdem einen großen Punkt bei seinen Büchern ausmacht, ist, dass er so viel Wert auf Psychoanalyse und generell Psychologie legt. Falls euch die ganze Geschichte interessiert, ihr aber nicht so wirklich Bock auf Lesen habt, auf Audible könnt ihr euch das ganze Buch auch als Download holen und es euch einfach vorlesen lassen. Ich habe euch dafür mal so einen kostenlosen Probeabo-Link unten in die Videobeschreibung gepackt. Da gibt es übrigens auch sämtliche andere Bücher von John Katzenbach, die ich euch auch nur empfehlen kann. Und kleiner Tipp meinerseits, nicht die gekürzten Fassungen anhören, sondern wenn dann die ganzen. In den gekürzten geht so viel verloren, das ist dann irgendwie nicht mehr so geil. Nehmt das ganze Buch. Wie sieht es denn bei euch aus? Lest ihr gerne? Was lest ihr? Warum lest ihr nicht gerne? Was ist euer Lieblingsgenre, euer Lieblingsautor, euer Lieblingsbuch? Habt ihr irgendwelche Tipps für mich, was ich unbedingt mal lesen sollte, was mir gefallen könnte? Bitte, ich brauche Lesestoff, ich habe nichts mehr. So, das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, ich konnte einige von euch vielleicht mit einem neuen Lesestoffbuch beglücken. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder, was dann auch wieder Comedy wird, versprochen. Und ja, ich wünsche euch eine fantastische Woche. Habt ganz, ganz viel Spaß bei was auch immer ihr macht. Ob ihr jetzt gerade, habt ihr alle Ferien? Die meisten haben wahrscheinlich Ferien. Habt Spaß in den Ferien, falls ihr keine Ferien habt. Viel Spaß auf der Arbeit, viel Spaß in der Schule. Und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Versprochen. Okay, das war's.